Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ich finde es ja nur konsequent, dass, wenn Sie in der Aktuellen Stunde nicht drüber reden wollten, dass auch jetzt das Interesse an der Debatte sich in Grenzen hält. Aber die, die jetzt nicht da sind, können es ja im Protokoll nachlesen. Das Votum zum Tempelhofer Feld, es ist schon mehrfach gesagt worden, ist eindeutig. Und zwar nicht nur in der Sache, sondern auch als Zwischenzeugnis für Senat und Koalition. Die SPD versteht Berlin nicht mehr und die CDU macht sich unsichtbar. Es ist einerseits richtig, das Ergebnis genau zu analysieren, Schnellschüsse zu vermeiden. Es gibt aber dennoch viel zu tun und keine Zeit zu verlieren. Das Volksgesetz gilt nach Veröffentlichung, selbstverständlich, wer wollte das bezweifeln? Und es fordert vom Senat aktive Maßnahmen und von der Politik weiterdenken und nicht schmollen. Es geht ums Feld, es geht um die Neuausrichtung der Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik. Es geht um echte Partizipation auch bei anderen stadtpolitischen Vorhaben und es geht um die Weiterentwicklung der direkten Demokratie. Diese hat sich nicht nur als funktionierende, sondern als notwendige Ergänzung des politischen Systems erwiesen. Und das ist nicht zuletzt ein Verdienst der Linken, die sich seit langem dafür stark macht. So haben wir vor 2 Jahren einen obligatorischen Volksentscheid bei Privatisierungsvorhaben vorgeschlagen und wir sind gespannt, ob die Koalition nun endlich ihre Blockade und die CDU ihren Widerstand aufgibt. Und Herr Saleh, noch mal zur Klarstellung, wenn man Monate und Jahre später das Gleiche fordert, ist es noch immer nicht die eigene Idee. Aber jetzt auch mal kurz zum Feld. Der Senat muss sich aktiv für dessen Schutz und Erhalt einsetzen. Der Status der Fläche muss neu bestimmt werden. Konsequenzen für Vermögenszuordnung, Parkordnung, Bewirtschaftung und so weiter müssen in einem transparenten Verfahren entschieden und umgesetzt werden. Unabhängig vom Gesetz ist jetzt natürlich auch über die Zukunft, zum Glück ist alles gut gegangen, des Flughafengebäudes neue Verständigungen herbeigeführt werden. Der regierende Bürgermeister hat ja verkündet, nun würden alle Planungen eingestellt. Das stimmt aber nur für Überlegungen zur Bebauung. Das Gesetz fordert unter anderem die unverzügliche und partizipative Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungsplans. Für die Partizipation muss der Senat praktikable Umsetzungsvorschläge unterbreiten. Apropos, der derzeit bestehende Nutzerbeirat bei der Grünen Berlin GmbH taugt dabei nur bedingt als Vorbild. Ich empfehle einen Blick ins Internet, nur ein Protokoll, nicht jedoch Mitglieder, Satzungen oder Termine oder Gesprächsinhalte sind dort abrufbar. Und nicht nur derzeitige Nutzerinnen und Nutzer, auch angrenzende Bezirke, Anwohnerinnen und Anwohner, nutzungsinteressierte und gesellschaftliche Gruppen sowie Politik und Verwaltung, alle zusammen müssen neu Anlauf nehmen für eine gemeinsame Entwicklung des Feldes. Und etwas ist wichtig, wenn wir über Partizipation reden. Ein solches Gremium muss öffentlich arbeiten und es muss wirklichen Einfluss haben auf administratives Handeln. Sonst können wir das uns sparen. Dafür braucht es eine garantierte Grundausstattung für die Arbeitsfähigkeit und dazu gehört dann im Übrigen auch ein Ort. Das im Übrigen ist Gegenstand unseres Antrags, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die geplante Wohnbebauung am Rande des Tempelhofer Feldes war und ist nicht die Schicksalsfrage für die Lösung des Wohnungsproblems in Berlin. Das haben die Berlinerinnen und Berliner erkannt und damit mehr Realitätssinn bewiesen als Senat und Koalition. Der Wohnungsbau krankte früher nicht an fehlenden Flächen, sondern an fehlender Nachfrage. Und bezahlbarer Wohnraum entsteht nicht vorrangig im Neubau. Aber ich weiß, ich erzähle Ihnen da nichts Neues. Gerade weil es stimmt, dass es innerhalb des S-Bahn-Rings inzwischen zu wenig landeseigene Flächen gibt, braucht Berlin eine strategische Flächenvorsorge. Nicht nur, aber vor allem für den Wohnungsbau. Nicht nur, aber gerade Berlin tut sich schwer mit Großprojekten. Dabei wollen die Menschen, und das haben sie nun schon öfter klargemacht, dass ihre Stadt funktioniert. Sie wollen, dass Berlin nicht auf Verschleiß gefahren wird und sie wollen, dass Berlin die Finger lässt von zweifelhaften Vorhaben und Großprojekten, zum Beispiel von Olympia. Stadtpolitik von oben ist passé. Bürgerbeteiligung ist nicht Propaganda. Politik und Verwaltung sollen durchaus ihre eigenen Vorhaben erklären. Sie sollen dafür werben. Sie müssen aber lernen und sie müssen durch geeignete Instrumente dazu gebracht werden, Bürgermeinungen ernst zu nehmen, gemeinsam zu entscheiden und also eigene Macht abzugeben.
Das ist im Übrigen nicht nur anstrengend, das wäre wirklich eine andere Politik. Vielen Dank.